Hallo, ich bin Alex. Ich freue mich, hier zu sein immer. Auch wenn hier oft sehr, ja, viele schlechte Sachen auch erzählt werden. Also einfach aus dem Hintergrund, dass viel Schlechtes um uns herum passiert. Ist es tatsächlich so, dass ich hier immer gestärkt in die Woche rausgehe, immer gestärkt werde und richtig aufkeime, richtig meinen Lebenssinn wieder finde, wenn ich hier bin. Ich gucke mir die ganze Woche über auch Videos an auf Facebook. Ich informiere mich hier und da, so viel die Zeit zulässt. Aber meist zieht mich das auch runter. Und hier bin ich und merke, dass ich nicht allein bin. Dafür danke ich euch. Mein Thema ist heute die Verantwortung. Ich bin mit einigen Leuten im Gespräch und stelle fest, dass wenig Bereitschaft ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich möchte es noch mal ganz klar machen. Diesen Frieden, der wichtig für uns ist, dieses Luxusgut Frieden, was wir hier in Deutschland auch lange schon einfach genießen, 60 Jahre, kann nur gewahrt werden, wenn wir verantwortungsbewusst mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und mit unserem Planeten hier umgehen. Und da möchte ich auch explizit mal die Tier- und Pflanzenwelt mit einschließen. Da möchte ich auch zukünftige Generationen mit einschließen. Wenn man sich so umguckt, fragt man sich, warum wird alles zerstört und ausgebeutet, wenn wir doch hier weiterleben wollen, wenn unsere Kinder hier weiterleben wollen. Mein Aufruf an euch da draußen ist deshalb, übernehmt bitte, bitte, bitte mehr Verantwortung für euer Leben, auch ganz in eurem eigenen Interesse. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass du der stolze Besitzer eines riesigen Schlosses bist? Ja, du hast mich richtig verstanden. Dir gehört ein wunderschönes Schloss. Stellt euch das mal vor. So ein wunderschönes Schloss, vielleicht schöner als das hier, in den Bergen, umgeben von Wald. Leider hast du dich nie dafür interessiert. Leider hast du dich nie für dieses wunderschöne Schloss interessiert, das dir gehört. Jetzt ist es total heruntergekommen und droht wegen Baufälligkeit einzustürzen. Der Schlossverwalter, den du irgendwann mal eingesetzt hast, hat viele wertvolle Sachen aus deinem Schloss entwendet und verkauft. Das Schloss ist quasi nur noch eine Ruine, aber nicht ganz. Es liegt an dir, dieses Schloss wieder aufblühen zu lassen und überhaupt wahrzunehmen und wieder mit Renovierungsarbeiten auch zu beginnen. Dieses Schloss gehört dir natürlich nicht wirklich, leider. Es soll ein Symbol sein für dein Leben. Dein Leben ist 100-mal wertvoller als so ein Schloss. Und die Frage ist, warum lässt du es herunterkommen? Warum lässt du andere über dein Leben entscheiden? Warum lässt du dir von unserer Gesellschaft so viel sagen? Dein Leben ist doch total wertvoll. Kann es sein, dass du dein Leben nicht als wertvoll erachtest? Kann es sein, dass viele Menschen mit ihrem Leben nicht verantwortungsbewusst umgehen, weil sie einfach den Sinn da nicht drin sehen? Ich möchte mal von mir erzählen, bevor ich jetzt auch so viel auf andere zeige und sage, übernehme Verantwortung. Mir ging es lange Zeit auch nicht gut. Mir ging es lange Zeit objektiv gesehen gut. Ich war immer auf der Gewinnerseite im Leben. Ich habe in der Regelzeit mein Abi gemacht, ich habe Regelzeit Informatik studiert, ich habe einen Job, der mir gut Geld bringt. Warum bin ich nicht glücklich? Warum bin ich in diesem wunderschönen Land und warum bin ich nicht glücklich? Ich habe dennoch mit ziemlich viel Problemen zu tun. Ich bin einem Konkurrenzkampf ausgesetzt und ich bin da total mitgegangen. Ich bin total aufgegangen in unserem Schulsystem, muss man sich mal vorstellen. Ich habe Leistung gebracht, habe Anerkennung kassiert, habe Leistung gebracht, habe mich besser gefühlt als andere, die es nicht konnten, die sich nicht so ausbeuten konnten. Aber ich habe auch ganz viel verloren. Ich habe verantwortungslos gehandelt gegenüber meinem sozialen Leben. Ich habe verantwortungslos gehandelt gegenüber anderen Menschen, also Menschen, die meine Freunde hätten werden können, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte oder vielleicht auch
ja, mehr Verständnis. Was habe ich noch gemacht? Ich habe der allgemeinen Meinung in der Gesellschaft einfach eine viel zu hohe Priorität eingeräumt. Hat auch dazu geführt, dass ich bestimmte Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Das Problem ist die Realität, die uns unsere Gesellschaft hier vorspielt. Entspricht oft einfach nicht der Wahrheit. Ich möchte jetzt mal ein paar Sachen benennen, die ihr sicher auch so kennt. Es ist zum Beispiel nicht so, dass du weniger wert bist, nur weil du dich nicht in den Vordergrund drängst. Du bist nicht weniger wert, weil du heute hier nicht redest. Du bist nicht weniger wert, weil du nicht vorne bist und den Hampelmann machst. Ja? Du bist nicht weniger wert, nur weil du dir nicht jedes Jahr ein neues Smartphone leisten kannst. Vielleicht hast du gar kein Handy. Kein Problem, solange du glücklich bist. Du brauchst dich nicht mit mir messen. Du brauchst dich nicht mit anderen messen. Du bist auch nicht weniger wert, nur weil dir unser Staat keinen geeigneten Arbeitsplatz vermitteln kann. Das ist eindeutig das Problem unseres Systems. Ich weiß, dass du ganz viele Gaben besitzt. Ich weiß, dass du ganz viele Talente hast. Das Problem ist, diese Lügen sind einfach ganz fest in unserem Bewusstsein verankert. Ich merke es an mir selber. Ich probiere, da rauszukommen. Ich kenne sogar diese Lügen, aber handle dann doch wieder entsprechend der Gesellschaft. Das ist echt verrückt. Also man muss sich das richtig abgewöhnen. Kleines Beispiel vielleicht. Angenommen, du kaufst dir einen schönen neuen Fernseher. Es ist ja was Gutes. Es kommen Bekannte zu Besuch, bewundern deinen Fernseher und zollen dir Anerkennung. Das mag dir kurzfristig vielleicht gut tun. Kurzfristig fühlst du dich toll. Ja, ich bekomme Anerkennung für meinen Fernseher. Jawohl, ich bin was Tolles. Ich habe einen schönen neuen Fernseher. Aber was ist die Wahrheit dahinter? Die Wahrheit ist, vielleicht wirst du davon abhängig. Vielleicht wirst du davon abhängig zu konsumieren. Vielleicht wirst du davon abhängig, was Cooleres zu haben als deine Mitmenschen, obwohl du es gar nicht brauchst. Vielleicht brauchst du gar keinen Fernseher. Vielleicht ist es ja so, dass da den ganzen Tag nur Müll läuft. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht sind auch die neuesten Filme irgendwie immer nur nach dem gleichen Muster gestrickt. Und vielleicht hat auch dieses ganze Konsumieren gar keine Auswirkung auf deine Menschen drumherum, die deine Hilfe vielleicht bräuchten. Ja, vielleicht bist du da so drin gefangen, dass es dir egal wird, wie viele Kinder in Afrika das Kupfer für deinen Fernseher abgebaut haben. Dass es dir egal wird, wie viele Chinesen unter miesen Arbeitsbedingungen dafür schuften mussten, um deinen Fernseher zusammenzuschrauben. Vielleicht ist das dir egal. Du bist nur noch in deiner eigenen Welt gefangen. Ich finde, dieses Beispiel mit diesem Fernseher zeigt sehr schön, wie verschoben unser Verantwortungsbewusstsein sein kann und dass aus so einem falschen Bewusstsein auch destruktive Handlungen folgen können. Mein Appell ist, guck über den Tellerrand, reflektier dich. Ich bin heute hoffentlich auch ein Spiegel für dich und auch für mich. Einfach mal nachzudenken, ja, was brauche ich wirklich? Dann siehst du auch den Sinn wieder klarer. Und der Sinn, wenn du einen Sinn siehst, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für dich, für deine Mitmenschen und für unseren Planeten. Ich möchte euch noch eine Wahrheit mit auf den Weg geben. Du bist unglaublich viel wert. Du bist unglaublich viel wert. Und auf dieser Wahrheit hast du auch die Freiheit, was zu tun. Wenn du das für dich begreifst, ich bin unglaublich viel wert, dann fällt das einfach von dir runter, dass du konsumieren musst. Dann fällt das von dir runter, dass du dich vor anderen verteidigen musst. Dann machst du dir selbst Platz für Liebe, für dich selbst. Dann machst du dir Platz für Verantwortung. Es tut gut, Verantwortung zu übernehmen. Es tut gut. Manchmal schiebt man die Verantwortung vor sich her. Du weißt vielleicht, ja, dass Kinder ausgebeutet werden für deinen Konsum. Dir ist es egal, du gehst einfach weiter. Aber
Es tut gut, dem zu begegnen. Es tut gut, was dafür zu tun. Mir tut es saugut, hier zu sein. Es ist unglaublich. Ich bin öfters mal unter Leuten. Ich bin öfters mal unter Leuten. Ich bin nicht nur ganz allein in meiner Butze. Aber hier tut es mir gut, weil ich merke, dass es eine Auswirkung hat. Dass es Relevanz ist. Dass es relevant ist. Ihr kennt sicher sehr viele Filme, auch gute Filme. Und oft gibt es Helden. Oft gibt es Action. Oft gibt es einfach Handlung, dass was passiert. Wenn ich zu Hause sitze, passiert nichts. Da spiele ich Computer, passiert nichts. Ich mache Computer aus, ist nichts passiert. Hier passiert was. Ja? Hier passiert was. Hier könnt ihr ein Held sein, so banal es auch klingt. Hier könnt ihr der Akteur sein. Ich hoffe, ich habe euch heute Mut gemacht, Verantwortung zu übernehmen. Wie das konkret geht, müsst ihr euch auch selbst befragen, euer Herz befragen. Und mir ist wichtig, macht euch Raum dafür. Ja, ich arbeite 40 Stunden die Woche. Ich habe wenig Raum. Ich nutze das bisschen Freizeit doch auch dann hier wieder mal, um was zu machen in die Richtung. Aber man muss auch langfristig denken. Ich habe voll Glück und das möchte ich euch mitgeben. Ab August arbeite ich Teilzeit. Richtig geil. Dann habe ich mehr Zeit für sinnvolle Sachen. Ja? Dann geht es nicht darum, die Bevölkerung mit den neuesten Automobilen zu versorgen. Darum geht es um wichtige Sachen, so wie Frieden. Geht auch so eine Schritte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft und Liebe. Ich danke euch, dass ich hier nicht alleine bin und ja, bis nächste Woche. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Schönes Wetter habt ihr mitgebracht. Viel haben wir schon wieder gehört. Und ich habe mir mal so ein paar Gedanken die Woche darüber gemacht. Wir reden alle davon, wir wollen Frieden, wir möchten Frieden, wir freuen uns alle über Frieden. Aber was ist denn Frieden überhaupt? Wenn ich euch frage, was ist Krieg, dann kann jeder von euch sicherlich sofort eine Antwort geben, hat jeder sofort Bilder in seinem Kopf. Aber was ist Frieden? Dass ihr vielleicht einmal für euch schaut, was ist denn mein Frieden? Weil mein Frieden kann niemals euer Frieden sein, sondern ihr habt euren eigenen Frieden, da bin ich mir ganz sicher. Jeder hat eine Geschichte, eine andere Geschichte als ich, und aus dieser Geschichte heraus ergibt sich sein Gedanke und sein Gefühl für Frieden. Wo beginnt denn Frieden für mich oder für euch? Einfach mal ins Herz schauen, einfach mal die Antennen ausfahren, die uns Mutter Natur mitgegeben hat. Einfach schauen, worüber freue ich mich? Es ist die Sonne, die heute gerade scheint, oder vielleicht sind es auch das eine oder andere Mal die Regentropfen, die dafür sorgen, dass die Blumen so schön blühen, dass unser Gemüse wächst. Das ist auch alles ganz, ganz wichtig. Und was bedeutet denn mein Frieden oder euer Frieden für unsere Mitwelt, also für alles, was uns umgibt? An was müssen wir denn vielleicht alles denken? Und das fand ich also sehr, sehr, sehr spannend, was da so bei mir rausgekommen ist. Ich habe plötzlich festgestellt, Frieden ist ja nur der Familienbegriff, der Familienname. Aber da gibt es ganz viele Vornamen. Zum Beispiel der geistige Frieden. Ist mein Geist im Frieden? Im Moment wird sehr, sehr viel um uns herum dafür getan, dass unser Geist eben sehr, sehr im Unfrieden ist. Das nährt natürlich etwas, wenn ihr schon mal etwas über morphische Gesetze gehört habt, über kollektives Bewusstsein gehört habt. Eure Gedanken, eure Gefühle haben Schwingungen. Wir haben Antennen, mit denen wir senden, und wir haben Antennen, mit denen wir empfangen. Und dann gibt es auch noch den Vornamen mentaler Frieden, also das, was unsere Gedanken sind. Der Geist ist ja das Feinstoffliche, die Idee, die entsteht. Und dann mache ich mir Gedanken darüber. Emotionaler Frieden. Bin ich denn mit meinen Gefühlen überhaupt im Einklang?
Oder ist es vielleicht gerade die Wut, die mich nährt, oder die Aggression, wenn ich diese Bilder sehe, vielleicht nicht im Fernsehen, weil ich den Fernseher rausgeschmissen habe, aber im Internet. Rick hat vorhin so schön gesagt, er hat sich da so ein Video 2 Stunden angetan. Das macht natürlich etwas mit uns, wenn wir das tun. Es bringt unsere Gefühle durcheinander. Dann der Vorname körperlich. Wir haben einen körperlichen Frieden. Was bedeutet es, wenn wir in Gedanken und in Gefühlen nicht im Einklang sind? Das macht den Körper krank. Das macht dem Körper Stress. Wir sind, wenn wir Stress haben, in einem permanenten Kriegszustand. Seelisch. Es macht etwas mit unserer Seele. Der seelische Frieden. Auch das gehört dazu. Moralisch, ethisch. Frieden sollte moralisch, ethisch sein. Aber ist meine Ethik und meine Moral für eine andere Kultur, die ich ja auch auf dieser Welt habe, ist das tatsächlich dasselbe? Ich habe das Glück, einen hohen buddhistischen Vertreter in diesem Land zu kennen. Und als ich ihn kennenlernte, hat mein Mentor, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, zu uns gesagt, wenn dieser buddhistische Vertreter kommt, bitte setzt euch so, dass ihr ihn nicht mit den Fußsohlen anguckt, weil das ist in seiner Kultur, das ist eine Beleidigung. So, wenn ich so etwas nicht weiß und das tue, dann verletze ich die Gefühle eines anderen und bin mir dessen gar nicht bewusst und wundere mich nachher, wenn der mit mir, ja, komisch umgeht. Gesellschaftlich, wo steht mein Friede oder euer Friede in Zusammenhang mit unserer Gesellschaft? Und so habe ich mir diese Woche Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich bin zu keinem Ende gekommen und es geht noch weiter. Die Sandra hat vorhin gesagt, stellt euch mal vor, wie furchtbar das für diese Menschen dort ist, die dort in der Ukraine leben müssen, aber auch im Irak, wo auch wieder Krieg ist, in Syrien, überall, wo Krieg ist auf der Welt. Und ich bitte euch, weil wir müssen auch das bedenken, das macht etwas mit unserem morphischen Feld, mit unserer Umgebung. Das geht da rein, diese Vorstellung, wir nähren damit den Krieg. Und ich möchte euch ans Herz legen, vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit die Woche, da einfach mal für 5 Minuten am Tag reinzugehen, euch vorzustellen, wie euer Friede aussieht, wie er aussehen kann, was für euch dazugehört. Für den einen ist es vielleicht tatsächlich ein schönes Haus, was dazugehört, ein schönes Auto. Für den nächsten ist es vielleicht einfach nur seine Lichtung im Wald, wo sein Lieblingsbaum ist und wo er sich wohlfühlt. Einfach mal, ja, wenn ihr Lust und Zeit habt, gucken, was dieses Gefühl und diese Gedanken mit euch machen. Ich danke euch und wünsche uns allen ganz, ganz viel Gesundheit, ganz, ganz viel Frieden, den wir hier in diesem Land noch haben. Aber ich glaube immer mehr, es ist ein vermeintlicher Friede, den wir haben. Und es ist an der Zeit, aufzustehen und etwas dafür zu tun, dass dieser Friede uns erhalten bleibt. Uns, unseren Nachbarn, unseren Brüdern und Schwestern überall in der Welt. Ich danke euch.